Die französische Skistation Alpe d'Huez ist vermutlich auf der ganzen Welt ein fester Begriff. Die spektakuläre Zufahrtsstraße mit ihren Kehren, die regelmäßig von der Tour de France befahren werden, ist weithin bekannt. Alpe d'Huez ist aber auch aus Seilbahnsicht ein geschichtsträchtiger Ort. Genau hier konstruiert ein gewisser Jean Pomagalski 1936 seinen ersten Schlepplift. Ein Prototyp, der in den folgenden Jahren noch vielfach verfeinert werden muss. Doch es ist der Auftakt zum bis heute erfolgreichsten Seilbahnmodell aller Zeiten. Und auch wenn die Anlagen aus der damaligen Zeit heute natürlich längst verschwunden sind, bietet Alpe d'Huez noch immer technisch interessante Seilbahnen. Ein besonders ausgefallenes Exemplar trifft man gleich mitten im Ort an. Der Korblift Télécentre bindet seit dem Jahr 1982 die unteren Quartiere an den Front de Neige an. Korblifte sind nicht nur in den Alpen inzwischen eine echte Seltenheit. Das Auf- und Abspringen in den Stationen erfordert ein gewisses Geschick. Nichtsdestotrotz finden diese Anlagen vor allem in Italien, aber später auch in den französischen Skigebieten als innerörtliche Transportanlagen regen Anklang. Weil Alpe d'Huez aber Anfang der 80er Jahre bereits in alle Richtungen gewachsen ist, muss der Korblift um die bestehenden Gebäude herumfahren. Das Ergebnis ist eine Trassierung mit nicht weniger als 3 Kurven auf einer Länge von 800 Metern. Damit die Körper auch die Innenseiten der Kurven befahren können, setzt der Konstrukteur Montan Moutinho eine spezielle Klemme ein. Diese besitzt auf der Außenseite kleine horizontale Rollen, die in den Kurvenstationen eine Schiene befahren und dabei das Seil leicht von den Rollenbatterien zur Seite drücken. Das Prinzip ist denkbar simpel, aber effektiv. Da die Stationen jedoch nur sehr langsam durchfahren werden können, ist die Fahrt mit dem Korblift eine ausgesprochen gemütliche Angelegenheit. Im Winter erleichtert er aber dennoch den Marsch ins Skigebiet. Im Sommer ist der Weg zu Fuß dagegen mindestens genauso schnell.